Jo, die brauchen wir auch noch. Ah, ich sehe dich. Oh, das ging nach hinten los. Die Wildbeeren hast du, oder? Ah, nee, einen brauche ich noch. Dann hier. Die ganzen Pfeile. So, jetzt. Ich brauche jetzt noch 3 Eichhörnchen und 5 Waldspinnen. Wo sind denn die Waldspinnen? Ich sehe die gar nicht. Also ich brauche jetzt noch ein Eichhörnchen. Ich gehe mal hier hinter. Ich glaube, die Waldspinnen sind hier irgendwo. Du kämpfst gegen Alchemieüberreste? Ja, ich dachte mir, ich guck ich mal. Ich habe ein Eichhörnchen. 61. Ah. Ja, ja, ich sind, auch. Die sind ziemlich cool. In der Burg hinter dir gibt's nachher auch richtig geiles Zeug. Ich brauche aber noch... Ach, die... Ach so, die Stacheln kriegt natürlich nur einer von uns, gell? Also, ich bin jetzt fertig mit den Stacheln. Ja, ich nicht. Ich habe erst 4... 3... 3... 4... 4 habe ich. So, machen wir hier mal ein bisschen Rotwildkalt. Habe ich 5? Habe ich 5? Aber ich finde die Spinnen immer noch nicht. Wo sind die Spinnen? Die müssten eigentlich da vorne gewesen sein. Zumindest weiß ich, glaube ich, dass die da vorne waren. Warum haben wir keine gesehen? Ah, ich glaube, die waren ganz vorne. Tja, jetzt sind wir einfach auch mal wieder viel zu blind hier durchgerannt. Ich glaube, die waren hier ganz vorne. Noch vor den Bauarbeitern. So, Rotbild zeigt dich. Kopf raus. Räuber habe ich gefunden. Ali Räuber, ah, ich habe die Spinnen gefunden. Ali Räuber und die 40 Vollpfosten. Naja, wenn sie sich mit mir anlegen, sind es Vollpfosten. Graueisenschild widerstandsfähig. Hahaha. Nehmen wir mal hier alles. Ich brauche noch ein Parsing Wildrot. Wildrot. Ah, da bist du ja. Ui, das hat auf jeden Fall viel, viel mehr Abwehr. Und sieht meiner Meinung nach auch ein bisschen besser aus. So. Bist du bei den Spinnen? Ja. Wo sind denn die? Hier bei mir. Du bist ein Witzkeks. Witzkeks. Jetzt aber auch gut. Ach da. Begibt er sich wieder in die hintersten Winkel der Welt, so kennen wir ihn im Wolke. Hm. Er kriecht auch in Löchern rum, um sein Ziel zu erreichen. Oh ja. Todesleuten Großsense. Was zur Hände? Zweihand Großsense. Ich glaube, das ist was für dich. 273. Nee, Sensen sind was Schaden für Orakel. Mit Sensen kann ich nichts anfangen. Achso, okay. Ich bin nur, ich krieg Schwerter, du kriegst Bögen, Orakel kriegen Sensen. Und was gibt's noch? So. Zauberer gibt's noch. Zauberer kriegen die Amulette. Stäbe. Ja, oder Amulett oder Stab. Ja, 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 irgendwas von beiden. Ich habe ja einen Zauberer deswegen. Ach so. Als privat. Privat verzauberst du Menschen gerne? Ist dir auch, oh, ja, ist dir auch bei mir gelungen. Was? Mm. Oh, honey. Was? So. So, und da ist noch die letzte. Zwei Rotwildpoint noch. Ultra-Attacke! Ich brauche noch eine. Ich finde die Viecher voll eklig. Wo ist denn jetzt dieses blöde Rotwild? Ein Rotwild brauche ich noch. Ein Rotwild, ne, die habe ich schon. Ich brauche Patrouillen, ja, ich habe jetzt Karten jetzt noch. Ja, die brauche ich auch noch. Das sieht, hier müssen wir glaube ich wieder zurück. Das ist glaube ich in dem Gebiet, wo die ganzen Mäuse sind. Ja. Ansonsten brauche ich noch besteige den Panzerhimmelsdrachen, um zum Trans. Was ist denn der Panzerhimmelsdrache? Ist das das Riesenvieh auf der Brücke? Das kann sein.
Ich habe hier sucht nach dem Himmelsdrachenritter. Ja, den muss ich auch noch machen, oder? Müsste ich eigentlich noch haben. Keine Ahnung. So, jetzt haben wir das Parsenfleisch hier. Zack, zack, zack. So. Ganz flott zurück. Vorbereitung für die Bauarbeiten. Wenn die Parsing-Wildbären vertrieben sind, können wir endlich aufatmen. Ich muss mit meinem Männern schnell die Brücke reparieren. Ja, nächstes. Mit der Waldspinnseite können wir starke und strapazierfähige Seile machen. Nächstes. Wunderbar, das sind die richtigen. Ich kann es nicht erwarten, damit die Planken der Brücke zu reparieren. Ich helfe doch immer gern. Und hier der Charlie Timonti noch. Timothy. Setzt euch das Parsing-Rotwild an. Ach ne, seht euch das Parsing-Rotwildfleisch an. Das sollte uns eine Weile satt machen. Nun, da wir genug zu essen haben, wird jeder seine Anstrengung runterbringen können. Ja, so sind sie. Erst nach Essen bitten und dann hier die Leute doppelt so hart schuften lassen. So sind sie. Der verlorene Drache, den du hier siehst, den müssen wir übrigens zurückbringen irgendwann. Ich weiß auch wohin, aber das ist erst ein Quest der nächsten Stadt. Okay. Guck mal, Spatzi, ich habe eine neue Hose an. Also ohne Hose gefällt sie mir ja besser. Oh Mann, ey. Was sind das hier für Gespräche? So, ich muss gleich wieder, ich verkaufe gleich wieder ein paar Sachen. Ich muss gleich kotzen. Was findest du besser? Guck mal. Warte, ich komme. Hier, die weiße Hose. Oder doch so die braune Hose. Ich finde die braune Hose besser. Ja, die braune sieht eher so nach Waldläufer aus. Die weiße sieht ein bisschen edler aus. Ja, naja, die braune hat aber bessere Attribute, von daher. Weil die sieht man nicht, wenn du in die Hose gekackt hast wieder. Richtig. Attribute, was also nur heimlich, dass er sich immer in die Hosen kackt. Attribute, schon klar. Psst. Also das Vieh, was ich mir hier gefangen habe, ist halt ziemlich langsam. Es hat nur 175 Laufgeschwindigkeit, kann auch nicht fliegen. So aus dem Panzerdrache sowas. So ein ziemlich starker. Ja, es hat 72 Stärke. Ich habe einen Bogen gefunden, der Level 16 ist. 300 bis 380 Schaden und 216 bis 260 Schaden. Also magisch. Angriffsreichweite 25. Wie nochmal? 313 bis 380. 216 bis 260. Geschwindigkeit 1, Angriffsreichweite 25. Ich komm mal zu dir, dann muss ich die mal direkt vergleichen, dann. Willst du deinen Bogen neben mir vergleichen? Physischer Schaden. Oh ja. Ja, das finde ich sogar besser, die gibt nämlich 152 HP dazu. Obwohl, nee. So. Der büßt sich Attacke ein, ist auch nicht cool. Das ist auch nicht. Und die Sense, das Schild, die Hose, das hier. Das hier, Schmalzfleisch brauche ich auch nicht. Auch Wurmteller sind mir ein Dorn im Auge. Ein Wurm im Auge. Ha, 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 ha. Hey. So. Gehen wir mal hier runter. So, gut. Warte, du wolltest mir nochmal, könntest du mir fix den Bogen nochmal geben? So, ja, als gleich Zeug. Kann ich dir ein Geschenk machen? Moment, ich gehe mal übers Gruppenmenü rein und dann gebe ich dir Freundesliste, Wolke, Geschenk senden. Wolke? Geschenk senden? Geht anscheinend nicht, oder ich habe dir gerade irgendwas geschickt, was ich nicht wollte. Achso, hier drüben. B. Ruckshaft, Freundesgeschenke, Geschenk senden kann ich nur machen, wenn ich dafür Diamanten ausgebe. Dann müssen wir eine Transaktion machen. Ui. Okay. Und da gebe ich dir einfach den, kannst mir vielleicht ein bisschen Gold dafür geben, was weiß ich. Und ich glaube, du musst nicht mal was dafür geben. So, akzeptieren. Ja, das ist dein Bogen. So, jetzt halt, das wollte ich nicht. Und ich schau mal, ob die Lauerjäger hier uns das geben, was wir brauchen. Ja, der macht zwar mehr Schaden, aber an sich hat der viel. Ich hätte dafür in vielen Attributen ganz schöne Abzüge. Zum Beispiel physische Abwehr hätte ich dann
minus 104. Willst du den Bogen wieder haben und verkaufen? Nö, oder? Behalten ruhig, ist schon okay. Okay. Ich gönn's dir. Das ist auch sehr freundlich. So bin ich. Was müssen wir denn jetzt töten für diese Patrouillenfehler? Ich töte gerade mal alles der Reihe durch, um zu gucken, wo die sind. Ah, ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht unten in der Höhle drin sind, weil da gab es ja spezielle Ratten. Und das Quest war ja auch auf die Höhle bezogen, deswegen... Ach, warte mal, hier, die Wachen. Abruja Wache, vielleicht... Kill mal eine. Eine Wache könnte ja... Ich kill ja mal eine Patrouille. Ach, na klar, Patrouillenbefehle, Patrouillenrotten wäre natürlich... Jo, ich hab's, alles logisch, klar. Logisch, ne? Patrouillen. Ja, die wird's aber... Hätte man auch gleich drauf kommen können. Naja, wenn man was im Kopf hat, schon. Aber wir sind's halt, ne? Apuria Wache. So, ich hab alles. Du hast alle drei? Ja. Bin 63 runtergeflogen, verarsch mich nicht. Ja, na, du musst doch nur drei Patrouillenbefehle sammeln. Ja, du hast ja alle gerade gekillt, deswegen so bin ich runter um. Hier ist ein Eisenblut, Eisen, Einhandstreitkolben. Take ich mal mit. Welches ist, glaube ich, schlechter als deine Waffe, aber. Naja, der ist schlechter, der macht nur 100... Ja, Götze. Ich bin fast 181. Ich bin, glaube ich, im 300er Bereich schon. Jo, ich bin bei 400 fast schon. Meiner macht 380 Schaden im Höchstfall. So. Das Coole bei diesem 23-Stunden-Bonus ist, da wir ja nur im Let's Play den Spielstand auch wirklich anhaben, geht uns also auch keine Stunde verloren. Ich dachte, dass es erst nach 24 Stunden so ist, aber das ist wirklich nach 24 Stunden Spielzeit läuft das erst ab. Und da haben wir natürlich dann wirklich im Let's Play den vollen Bonus, was eigentlich ziemlich geil ist. Das ist natürlich... Ah, da müssen wir gucken, was wir viele große Quests machen, um den wirklich ausnutzen zu können. Pit Geiger. Was, das haben wir schon. Ich stehe da so dreimal, aber ich wollte es übertreiben jetzt gerade. Mit diesen Patrouillenroutenkarten und der Verteidigungsbefehlen wird das große Aboran die volle Kontrolle über die Bewegung dieser Aburias haben. Es ist an der Zeit, sich zu fürchten, ihr dreckigen Aburias. Die großartige Aboran-Patrouillentruppe wird euer schlimmster Albtraum sein. ich dachte nur, das klingt gut. Ihr haltet mich komplett bescheuert, oder? Nee, ich glaube, die Leute halten mich einfach bescheuert. Und wieder ein Befehl. Nerrymare, euer Handeln ist nicht unbemerkt geblieben. Kommandant Palpa, der Anführer der Apuria-Geiseln, ist in Samos Zorn aufgetaucht. Er befindet sich tief in der Apuria-Mine. Unsere Unterstützung aus Aboran ist noch nicht angekommen. Ihr seid die einzigste Person, die noch übrig ist, die Kommandant Palpa besiegen kann. Würde uns diesen Gefallen tun? Um eure Mission beenden zu können, müsst ihr zunächst das öffentliche Event Kommandant Palpa abschließen. Okay. Achso, hab ich ja schon abgeschlossen, gell? Gelobt sei Morgat. Ihr habt es geschafft. Wenn die Verstärkung eintrifft, marschiert unsere Armee nach Samos Zorn und beseitigt diese Ratten. Ich danke euch für eure Hilfe. Bitte nehmt dies als Belohnung. Wisst ihr, ich habe dreimal diesen Kommandanten gekillt und krieg als Belohnung 5 Tränke. Leck mich. Ich habe als Belohnung einen neuen Bogen bekommen. Echt jetzt? Der macht 313 Schaden. Ja. Verarsch mich mal. Oh! Oh! Ich dadurch, dass meine Klinge gleich kaputt ist, denke ich mal. Ich habe eine bessere Axt bekommen und die ist sogar besser als meine. Lol. Okay, leck mich nicht, dankeschön. Nein, ich habe sie verkauft! Na, ich behalte jetzt erstmal noch meine Klinge, weil die hat jetzt nur noch 27 Haltbarkeit. Und dann nehme ich den Bogen. Ach, die Haltbarkeit interessiert mich nicht. Ich habe noch nie ein Schwert kaputt gemacht oder sowas. Und selbst wenn, dann gehst du einfach zu diesen Typen, der deine Kristalle verbinden kann. Und der kann die Haltbarkeit deines Schwerts auch für wenig Gold. Ich glaube, für 300-400 Gold ist dein Schwert wieder voll aufgehüllt. Und du kannst sogar Überhaltbarkeit machen. Also du kannst deine Bonushaltbarkeit auf die Haltbarkeit nochmal extra drauf packen. Und somit hast du noch eine Überhaltung. Mich interessiert die Haltbarkeit auch nicht, weil ich ja jetzt den neuen Bogen habe, wisst ihr? Ja, dann mach ich die Klinge jetzt in den Arsch und dann... Pass mal auf, pass mal auf.
Wo bist du? Wo bist du? Ich bin unter der Brücke durchgeflogen. Ich bin auf der anderen Seite schon. Komm mal wieder zurück. Ich will dir was zeigen. Nein, komm her. Wir müssen eh lang. Alter, ich habe übelst Streit. Nein, ich will dir jetzt was zeigen. Stehe ich gefährlich? Ja, du kannst mir das auch hier zeigen. Ich brauche ein leeres Fass. Ich habe mich nämlich gerade gekonnt in so einem Fass versteckt. Ich dachte gar nicht, dass es geht, weil meistens ist es ja so, dass in diesem Spiel wie so eine unsichtbare Mauer, sag ich mal, so da drauf ist, aber hier geht das. Ach so, ja gut. Hier sind alle Fässer zu, leider. Ich hier mit so einem fetten Vieh angeritten komme, ja. Warte, ich hole auch mal einen. Ah, ich habe ja nur einen Drachen momentan, stimmt. Ich muss mal nur einen Drachen fangen. Ich hole mir den Wasserdrachen. Ja, deswegen habe ich mir den geholt. Na dann folgt mir mal. Wir gehen ich direkt zur nächsten Quest. Und die müssten eigentlich. Hä, lol? Wir haben schon wieder eine Quest bei dem Vorarbeiter. Guck mal, wir müssen nochmal zurück zu der Brücke. Da wo wir gerade das Wild gesammelt haben, da haben wir jetzt eine neue Quest. Na toll. Warum auch immer, aber wir haben eine. Kriegen es selbst nicht gebacken, ja. Unfähige Menschen. Aber muss ich sagen, ich hätte schon Schiss vor einer Frau, die auf den Drachen anfliegt und eine 2 Meter Axt mit sich rumschleppt, deren Schneideplatz so groß wie ihr gesamter Oberkörper ist und unter plus Oberkörper. Hä, wollt ihr mich verarschen? Mir wird angezeigt, ich hätte hier eine Quest, aber ich habe hier keine Quest. Ich fühle mich verarscht. Vorarbeiter Shaves. Gehe ich hin? Quatsch. Stimmt, der ist ein Ausrufezeichen bei mir auf der Map. Aber hier ist keine Quest, der lässt sich nicht mehr anquatschen. Genauso wie bei Pit Geiger. Ich glaube, die Map hat sich nicht aktualisiert, kann das sein? Hm. Ja. Komm mal mit, wir gehen wieder zurück. Dann lass uns mal in die Burg reingehen und da kommen nämlich jetzt auch coole Quests hinter der Burg. Das sind nämlich diese Drachen, die du so geil fandest, wo wir drüber gelaufen sind. Über den Hang, weißt du? Okay, so, ja, dann werde ich meinen Koloss hier dann gleich wieder freilassen und mir einen dieser coolen Drachen holen. Hello, hier soll auch eine Quest sein, aber hier ist auch keine. Ich fühle mich gerade dezent verarscht. Ah, nee, die ist da oben. Okay, gut, dann habe ich nichts gesagt. Wo oben? Hier laufen mal den ganzen, gefährlich aussehenden Typen vorbei. Ja, ich bin gerade unterwegs. Ich bin schon bei der Quest. Halt. Halt. Das ist natürlich gut mit dem Flugdrachen, gell? Kannst einfach drüber fliegen. Hast du keinen Flugdrachen momentan? Jetzt, nee, ich habe nur den Gleiter und diesen Kämpfer hier. Verderbnis Himmelsdrache. Schade, dass man die nicht zähmen kann, obwohl ich finde die mittlerweile gar nicht mehr so schön. Die sahen vielleicht mal cool aus, aber naja. Beunruhigte Forscherin. Ihr seid nicht auf derselben Seite wie die Raubplünderer, oder? Auch wenn ihr es seid, ergebe ich mich in meinem Schicksal. Ich verstecke mich hier. Leid unter der Dunkelheit. Diese Folter. Oh Morgoth sei Dank, ihr seid kein Raubplünderer. Würdet ihr mich zum Lager begleiten? Ja klar, komm mit. Was ist das denn hier? Klemmt die sich hier in irgendeine... Mit. Komm mit. Will mich verarschen. Achso, da ist er. Hallo, jetzt haben wir hier 2 Forscher stehen. So. Die müssen wir irgendwie hier... Du musst dich jetzt einmal durch das gesamte Banditenlager mit der Forscherin schlagen, das weiß ich noch. Also es ist geil, gibt viele XP. Ungewollt, aber gibt XP. Hallo? Kämpferdrache, kommst du raus? Ach, brauchst du hier Drachen für die paar Leute hier? Ich will meinen Kämpferdrachen kämpfen lassen. Bam! Sterbt! Lalalalalala. Hallo. Ich will den Typen hier angreifen in dem Moment.
kommt. Ach, du warst das, du hast den angeschossen. Los, komm mit, Alter. Ja, aber jetzt ist schon sein Kutti und so ein Spinner und. Na, ich will doch niemals Spinner gesagt. Kommst du? Du wolltest das sagen. So, komm, wir hauen uns gleich den verbogenen Forscher hier kaputt, der ist nämlich eben Bossgegner. Ulti-Attacke! Whee! Ist eigentlich gar nicht so eine richtige Ulti, aber es macht mega Spaß, damit draufzuhauen. Sonnenfeuergestöber nennt es sich. Und? Oh, die Forscherin. Ah, was macht meine Forscherin da? Dumme Kuh, bleib hier. Großschwert. Oh ja, das brauche ich. Fühlt sich gut, wie die Forscherin einfach mal hier durch die Gegend lackt. Himmelsdrachen Versuchsobjekt. Ja, das ist halt, darum geht's halt hier, dass die ganzen Himmelsdrachen irgendwie zu Versuchsobjekten verwendet wurden. Warum auch immer. Ja, ich frage mich nur, ob ich den auch. Ja, Digga. Killen, ja. Töten. Nee, ob ich den reiten kann. Das nee, die Versuchsobjekte kannst du nicht reiten. Die gehören ja zur Quest mit dazu. Ich glaube, wir haben das Quest abgeschlossen, weil meine ist irgendwie... Ah, die ist da! Nee, das bist du. Also meine Frau ist weg. Meine auch. Ach, die ist zum Dorf gerannt. Du musst mal hinter zum Dorf laufen. Komm mal mit. Ah nee, das ist die Formelentschlüsselung. Stimmt. Hier gibt es nämlich jetzt auch eine ganze Menge Quests wieder. Hier müsste irgendwo ein Dorf sein. Ah, genau hier. Felspanzerkäfer. Menschenskrass. Panzt dich Pflanzen? Oder wie jetzt? Genau, irgendwie sowas. Und hier gibt es echt viele Quests. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss mal gucken, wo ist denn der Typ, der jetzt mir meine Quest erfüllen will? Ach hier, Eileen Winste. Die sollten wir doch hier. Kennt ihr diese? Hallo, ich will mit der sprechen. Ich muss sie doch finden. Das verstehe ich nicht. Ah, jetzt habe ich's. Danke, ich nehme an, Brax bat euch mir zu bringen. Du musst kurz warten, dann aktualisiert sich. Der Geselle neben euch scheint ein alter Freund von euch zu sein. Ja, das ist eigentlich mein Mann. Unterhaltet euch doch ein bisschen mit Meltis Apollo, während ich das ansehe. Ja. Meltis Apollo. Nerima, geht es euch gut? Ihr seid zumindest so aus. Irgendeine gütige Seele muss euch geholfen haben. Ich selbst hatte ziemlich Glück, dass ich ein Forscher dort war, der mir, als ich mich von der Klippe stürzte, er hat mich unter Behandlung zurück in das Lager getragen. Er wollte die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Mann fliegen kann, untersuchen und fragte mich jeden Tag, ob ich noch einmal für ihn fliegen könne. Hahaha, witzig. Ich danke den Drachengöttern, dass mir Oberkommandant Saspoa weiterhin zur Verfügung stehen. Was ist mit euch, Leutnant? Wie sieht es bei euch, ist es euch ergangen? Ja, ich habe keine Ahnung an meinem vorheriges Leben, aber das ist schön, dass du das weißt. Oberkommandant Sabascha hat euch gerettet? Ja, das sieht ihm ähnlich. Er lässt niemanden zurück und ihr werdet jetzt gesucht, was? Das kann ich mir vorstellen. Unsere Feinde können keine Zeugen gebrauchen. Verdammt seist du, wenn da Zündrell. Ja, okay, das war's schon, was er zu sagen hatte. Jan Walter! Das ist unverzeihlich! Ich habe andere Rassen nie diskriminiert, aber diese unmoralischen Schacksforscher haben mit ihren widerwärtigen Daten bewiesen, dass es nur ein toter Schacks ein guter Schacks ist. Die haben unsere Forschungsnotizen gestohlen. Weder Eileen noch ich werden es dulden, dass unsere Arbeit auf diese Weise weggeschnappt wird. Bitte erlangt unsere Forschungsnotizen zurück. Na klar, mache ich. Eileen Winste. Entschuldigt, dass ich euch unterbreche, aber ich brauche eure Hilfe, um die Analyse fortsetzen zu können. Benötige ich noch Zutaten und da Meltis Apollo sich noch immer an von seiner Verletzung erholt, dachte ich, ihr könntet ja das erledigen. Ich brauche 2 Flaschen Kraftdrachenblut und 5 Stiele von Parsing-Feuerpilzen. Je früher ihr diese Dinger für mich holt, desto schneller kann ich eure Resultate liefern. Ist auch mega geil, dass das Quest 2300 Punkte bringt und ich einfach mal dann durch den EP-Boost gleich 5000 EP kriege. Ich freue mich jetzt schon drauf. Oder wie siehst du das? Wolke?
Oh. Da hat's den Wolke gerade rausgehauen. Du hast aber auch nicht gerafft, so, dass es uns gerade getrennt hat, oder? Doch, aber... War dir scheißegal. Tja. So wichtig bin ich dir also. Nee, war mir nicht scheißegal, aber... Dem Wetter hier, das dauert ewig, bis sich mein Steam da wieder gefangen hat und... Ja, es ist ja, muss man sagen, also... Ich bin froh gewesen, dass ich heute ein bisschen länger auf Arbeit war, weil... Alter, es war ein Gewitter hier und auch heute Nacht schon, nachdem wir die Aufnahme beendet haben, es ist, hat geschüttet wie aus Kübeln, das ging gar nicht. Ja, das ist halt gerade wieder so und was sie an der letzten oder vorletzten Aufnahme schon gesagt hatte. Hast du bestimmt gesagt. Naja, mit der Internetverbindung, die kackt dann halt immer ab. Ach so, ja. Es tut mir leid. Aufregen. Also irgendwie lädt das hier gerade allgemein ziemlich schlecht. Weil ich müsste ja eigentlich hier was abliefern, aber ich kann die gerade wieder nicht anquatschen. Ich muss gerade wieder warten, bis die fertig ist. Ja, du kommst bei mir gerade wieder gestückelt an wie... Keine Ahnung. Aber du kommst bei mir flüssig an und da ich die Aufnahme habe, ist es ja ganz okay. Weißt du, wie belastend das ist, wenn du eine Person nur bei jedem zweiten Wort hörst, aber wir machen... Ich weiß. Ja, das sind die richtigen. Vielleicht habt ihr es ja eben mitgehört. Es tut mir wirklich leid, aber müsst mir noch einen Gefallen tun. Ja, okay. Flupp, übelst viel EP. Poppy ist mein Freund. Er ist außerdem einer der kompetentesten Wissenschaftler in diesem ganzen Lager. Wir wollten die Dokumente analysieren, die Kypdorf hinterließ, aber dann tauchten plötzlich all diese Monster auf. Oh. Alle unsere Freunde, die im Kipptop-Dorf blieben, sind verschwunden. Ich entkam nur, weil ich unsere Erkenntnisse mit dem Hauptquartier melden sollte. Es freut mich wirklich zu hören, dass Poppy noch im Leben ist. Ich hoffe, dass ihn jemand retten kann. Mach mir aber auch Sorgen um die Schwarznacht-Leute, die... Und vor allem um Lana aus Sirene. Was für ein scheiß Name. Sie scheint irgendwas zu planen. Bitte findet meinen Freund Poppy. Also erstens, es ist schwer, die Stimme zu verstellen und dabei immer noch gründlich zu lesen. Und zweitens, wer nennt sich als Kerl Poppy? Keine Ahnung. Seht nur, was ich hier habe. Ein wunderbare Arbeit, nicht wahr? Es scheint mich überrascht. Das ist kein echter Drache, eine Art Tarnverkleidung. Hergestellt aus echter Drachenhaut. Damit getarnt könnt ihr im Kypdorf-Turm eindeutig einfacher erkunden. Meint ihr nicht auch? Bitte testet für mich ihre Wirksamkeit. Zieht ihn an und geht dann bis zur Steindrachenstatue im Kippturmturm. Die Raubplünderer dort werden euch sicher nicht bemerken, wenn ihr sie nicht angreift. Ich warte hier auf euch und könnt damit übrigens nur über Land reisen und nicht fliegen. Außerdem könnt ihr nicht sprinten und der Effekt hält nur eine Minute an. Interagiert mit der Drachenverkleidung, die neben Willi liegt, indem ihr F drückt. Ja, dann verkleide ich mich mal als Drachen. Ich verkleide mich... Achso, ich muss das Ganze natürlich auch annehmen. Klack. Na komm her. So, komm mal her. Komm mal kurz. Oh, ich kann ja nicht rennen mit der Verkleidung, stimmt. Komm mal kurz zu mir. Schatz, komm her. Siehst du mich als Drache? Sprich nicht so mit mir, Vibe. Ja, sehe ich als Drache. Ist egal. So, dann renne ich mal zum Kypturmdorf. Ich muss da eh hin, um jemanden zu retten. Aber Moment, kann ich noch mit jemandem reden? Das habe ich jetzt überhaupt angenommen, ja. Ah, genau. Ja, ich bin Lana Osir. Das ist mein Problem. Ich habe die Frau mit dem hässlichen Namen gefunden. Hat Brax euch gebeten, um nach mir zu sehen? Seit der Besetzung des Kypop-Turms sind die Forscher von dort als vermisst gemeldet. Elena hat uns gebeten, nach ihnen zu suchen. Meine Güte, ich habe ihr schon gesagt, dass die Suche nach Tod nutzlos ist. Ja, ihr könnt mich ruhig kaltblütig nennen, aber ich werde für eine wichtigere Aufgabe herbestellt. Ich habe keine Zeit, mich um den belanglosen Kram zu kümmern. Wenn ihr es nicht ertragen könnt, Elaine traurig zu sehen, helft ihr, ihre Vermissten und Ergebenen zu finden. Na klar, machen wir. Sie konnten schon immer gut mit Männern umgehen. Wen will sie denn diesmal verführen, frag ich mich. Übelst gut, hier ist ein Rechtschreibfehler drin. Wen will sie denn... Zu Gott. Ja, frag ich mich. Ihr braucht nicht zu wissen, von wem ich rede. Das hat nichts mit euch zu tun. Wenn ihr hier seid, um Hilfe zu leisten, dann geht und tötet ein paar von diesen Schwarzbriganten und Schwarzspeeren. Alles klar.
So, wir laufen jetzt hin. Oh, das hält ja nur eine Minute, gell? Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu lange gelesen. Das wäre jetzt nicht so doll. Wenn ich mich mitten auf dem Weg jetzt auf einmal wieder verwandle. Stehst davor, denkst dir, hey, nur noch 2 Meter und flupp, hast dich verwandelt. Alter, was für ein Tsunami da draußen, ey, das geht ja gar nicht. Ich habe ja eine Sonnenblume auf dem Balkon stehen und die ist gerade einfach mal umgefallen. Einfach mal flupp. Das ging echt gerade einfach, Leute, die ist... Nee, echt? Es ging echt, Sonnenblume wunder, so, diesen ganzen Meter groß und es ging nur so klack, weg war sie. Ich glaube, die kann ich nachher wegschmeißen. Oh, das ist wieder mal so ein... Ernsthaft? Ihr wollt mich doch echt verarschen. Ich habe doch gerade erzählt, genau vor dem Turm gehört die Rüstung dann auf und ich kann wieder zurückgehen, gell? Rate mal, was mir gerade passiert ist. Ihr wollt mich doch alle verarschen, ey. Was für eine Rüstung meinst du eigentlich? Na, den Drachen, den ich gerade anhatte. Drachen an. Indem ich gerade knietief gesteckt habe. Oh mein Gott. Na, du hast sehr komische Vorlieben. Ja, natürlich. Ich seh's gleich wieder so aus. Ist schon klar. Ich mag dich auch. Du bist doch eigentlich hier das Vibe. Eigentlich stecken die Sachen doch in dir drin. Oh. Alter. Das Niveau, gell? Ich kann drüber Das kann gerade. Niveau singt heute wieder für sie. Ja, genau. Boah, jetzt übelst rumge. Toll. Ich bin gerade ins Dorf gelaufen, habe mich in so einer Treppe verhangen und jetzt wurde ich aus dem Dorf wieder rausgebackt. Klingt nach deinem Können einfach nur. Es muss erst mal können, durch den Zaun wieder halben Kilometer. Ich stell mir das gut vor, du läufst einfach in das Dorf hinein und dann siehst du einfach, wie es dich 100 Meter zurückbackt einfach. Flupp, bist wieder weg. Ja, so ähnlich war es auch. Nur, dass ich halt... Hä, ich soll doch hier diese Drachenblut sammeln und Pilze. Hab ich gemacht. Jetzt. Toll. So, dann gehe ich mal zurück. Alter, ein Regen da draußen. Wo bist du eigentlich? Welche Quest machst du eigentlich? Ich habe gerade die Quest mit dem Drachen. Ich habe gerade die Quest mit den Drachen gemacht. Ja, ich auch. Die habe ich fertig. Ja, ich noch nicht. Ich renn gerade zu den Typen zurück. Und jetzt gehe ich hoch und suche den verlassenen Forscher. Obwohl man damit nicht fliegen kann, funktioniert die Tarnung doch exzellent. Vielen Dank für eure Teilnahme an meinem Experiment. Ja, klar, schon, warum nicht. So, okay, bist du jetzt da? Hier? Hast du abgegeben? Hier. Nee, wo mache ich das? Hier hinten. Ach, Eileen Münste, hier. Ich finde Poppy. Hey, warum habe ich denn das jetzt erst? So, vorne schon. Habe ich jetzt das Zeug abgegeben? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe mal. So, können wir los? Wo bist denn du jetzt schon wieder? Ich hab grad ein paar Viecher gekillt, weil du so lange gebraucht hast. Los, komm! Wo willst du denn hin? Na, zurück in die Festung und jetzt killen wir erstmal dieses Vieh nochmal. Kriegen vielleicht eine coole Rüstung und dann gehen wir hoch und machen die Quest mit dem verschwundenen Forscher. Wo wir Poppy finden sollen. Okay. Wenn du schnell bist, kriegst du noch was ab. Warum warst du gerade als Drache verzaubert? Was war das? Na, das... ich dachte, die Quest hast du auch gerade gemacht. Keine Ahnung. Ja, genau so hört sich das bei dir auch gerade an. Ne, ich konnte es nirgendwo abliefern. Oh, das backt hier wahrscheinlich gerade einfach mal mega rum durch das Wetter und... So nennt man nicht vorhandenen Skill. Es backt rum. Ist genau wie bei LOL, wenn jemand was nicht drauf hat. Ich hab Lags! Kennst du das, wenn ja, bei mir ist es aber... Wenn die kleinen Kinder unterwegs sind. Also nichts gegen dich, falls du... Das Problem bei mir ist, was? Wirklich in den blödesten Situationen kriege ich diese dummen Lags rein. Das ist jedes Mal so. Ich weiß nie, was ich dagegen machen soll. Okay, ich habe die verschwundenen Forscher gefunden. Sie sind alle tot. Wer hätte es gedacht? Warte mal. Ich bin doch hier beim Zyporf-Turm, oder?
Ja, dieses ganze Ding ist der Zyphof-Turm. Und so, ich habe gerade noch eine Quest. Geh zum Zyphof-Turm. Warum ist die bei mir nicht beendet? Ja, das ist die Quest, wo du dich zum Drachen verwandelst, wo du dich mit dem Drachen verkleiden musst. Da musst du nur hierher kommen und wieder gehen. Toll. Sinnlos, ich habe Poppy gefunden. Was mache ich jetzt? Ihr seid, oh, Morgoth sei Dank, ihr seid nicht eines von dieser Monster, was ist das hier, nicht eines dieser Monster seid. Hat euch jemand vom Auge Logaz hierher geschickt? Sie macht sich Sorgen, nicht wahr? Ich verstehe das. Aber ich kann noch nicht zurückgehen. Wir sind die Einzigen, die diesen Turm studieren. Die Schacks tun es auch. Und sie sind nicht dumm. Sie versuchen, die beschriebenen Tränke selbst zu brauen. Als wir Hypops Aufzeichnung entdeckten, hat Aileen sofort das Hauptquartier Bericht erstattet. Als sie dann weg war, griffen diese Schacks an. Alle Dokumente wurden gestohlen, aber ich konnte entkommen und sie dabei zurückholen. Sie verfolgen mich auf meiner Flucht. Dabei habe ich Dokumente wieder verloren. Holt sie bitte zurück. Okay. Da, ich weiß natürlich auch ganz genau, wo die Dokumente liegen. Da wird auf der Stelle so ein grüner Punkt markiert, wo die, da liegen die Dokumente und nirgends woanders. Und natürlich steht da ein Schwarzbrigant davor und hebt die Dokumente auch einfach nicht auf. Er steht einfach nur da und guckt sich die Dokumente an. Logik pur. Oder wie siehst du das? Lieber Wolke? Ah, da hat die Wolke wieder rausgehauen. So, dann gehen wir mal hier zurück und liefern den Herrn seine Dokumente ab. Ja, da ruft doch schon wieder an, der Wolke. Kleinen Moment. Ich laber dich hier seelenruhig zu und merke dann, oh, Wolke ist wieder draußen. Das ist großartig. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Bei eurer Suche nach meinen Mitschriften habt ihr sicher die hässlichen Drachenmutanten gesehen. Sie sind Monster, die mit Hilfe des Zyborgs Forschungsliteratur erschaffen wurden. Sie können viele dieser Drachen zur gleichen Zeit kontrollieren. Etwas, das nicht einmal ihr so Usira könnt. Wir können diese wieder natürlichen Biester nicht am Leben lassen. Tötet so viele, wie ihr könnt, oder sie werden uns zuerst töten. Na klar, mache ich. Töten kann ich gut. Achso, das ist gleich einer. So, dann kill ich mal so viele wie ich kann. Grässliche Drachen, verderbten Himmelsdrachen, 5 Stück töten. Das ist ziemlich einfach. Das ist total scheiße hier mit meinem Internet. Hua, hua, wuhu. So, dann suchen wir den Typen hier mal noch. Haben jetzt, ich will jetzt nicht unbedingt zu den Schacks forschen, ich mache einfach die Quest durch. Das war der zweite. Wer ist das denn? Lordes Baron. Okay. Da haben wir noch ein paar Schacksforscher. Da ist einfach der Abnis Himmelsdrache. Da war einfach der Abnis Himmelsdrache. Wolke, bist doch da? Wolke? Hallo, Wolke. Ich habe der Wolke hat gerade sehr massive Internetprobleme. Oder sind seine allgemeinen Probleme, die er mal hat? Das ist, weiß ich nicht genau. Huch. So, dann machen wir es auf den Weg. Cool wäre es natürlich, wenn die Drachen fliegen könnten und dann auch in der Luft angreifen könnten. Das würde noch mal einen kleinen... Habe ich nicht alle... Oh, mir fehlt noch einer. Na, toll. So, da ruft er mich wieder an. Lieber Wolke, würdest du deinem Internet bitte sagen, dass das doch sehr störend auf mein Let's Play sich auswirkt? Tja. Ah, der Regen hat ja aufgehört, es sollte theoretisch gleich vorbei sein. Das war schon wieder nicht der richtige Drache. Boah. Allgemein was mit dem scheiß Wetter zu tun.
Ich war gerade wieder im Spiel drinne. Ah, du bist komplett rausgeflogen? Gerade. Ja, ich hatte. War da hier dieser Charakter über sich, hat mich gerade eingeloggt. Hab drauf gedrückt, dann kommt dieser Ladescreen. Es kommt der Ladescreen. Es kommt der Ladescreen. Warte kurz, ich lese gerade vor. Na komm her. Sehr gut, ich wusste, dass ihr es schafft. Level 21. Ihr seid die einzigste Person, die mir einfällt, die und die tun kann, was getan werden muss. Die das Transformationsritual der Schacks aufhalten. Wir können nicht zulassen, dass sie weitere Verderbenshimmelsdrachen erschaffen. Das Ritual wird weiter im Westen abgehalten. Geht und haltet sie auf. Es darf keine weiteren Opfer mehr geben. Na klar mache ich das. Wow. Ja, lieber Wolke, dann werde ich nach der Quest wahrscheinlich auf dich warten müssen, während du die Quests machst. Dann werde ich wieder ein bisschen im Wald mein Zeug suchen. So, bist du noch da, Wolke? Ja, ich bin noch da. Ich bin red am besten, damit ich weiß, wann du weg bist. Ja, wahrscheinlich in den nächsten 10 Minuten. Ach so, na dann. Hä? Muss ich auch noch killen hier oder was? Irgendwie. Oh, das klappt jetzt hier. Wenn das jetzt wieder nicht klappt, ich rast aus. Ich bin gleich tot, Alter. Maßlos. Was machst denn du? Ja, ich muss hier irgendwie gegen 5 Milliarden Leute kämpfen. Hab aber keine Ahnung, wie ich das Ritual an sich jetzt aufhalte. Wisst ihr, da ist der Kerl einmal nicht da. Einmal. Da kommt die alle schon wieder nicht klar hier. Jetzt wird das also so ausgelegt. Ah, ich hab's aber geschafft. Was sagst du dazu? Nee, ich bin jetzt auch wieder im Spiel. Achso. Ah, natürlich lag's nur daran. Ich muss noch einen Schwarzspeer ausschalten. Keine Ahnung, wo ich hier hin muss. Das ist Wahnsinn. Sehr schön. Ich komm jetzt mal zu dir. Warte, bleib mal stehen. Ich geh gerade ins Dorf zurück. Oder brauchst du Hilfe bei einem Quest? Stehen. Aber warte, ich muss ja, ganz kurz, ich will mal mein Ding aktivieren. Und zwar bin ich Level 21 geworden gerade. Und das heißt, ich habe meinen feinst Großhelm. Ich habe meinen ersten Helm bekommen. Sehr schön. Und den werde ich mir natürlich auch ausrüsten. Ich weiß übrigens auch, was die Häkchen machen. Die Häkchen symbolisieren, ob das, ob der Gegenstand angezeigt wird oder ob du ihn nicht anzeigen lassen möchtest. Sowas wie Helm und so. Ich kann es dir mal zeigen. Warte, ich komme mal zu dir. Ich bin total verarschen. Ich greife den Schacksforscher die ganze Zeit an. Plötzlich rennt er weg und hat wieder volles Leben. Forschungsnotiz. Okay, ich habe eine Forschungsnotiz bekommen. Cool. Ach, du auch? Ich habe auch eine bekommen. Ah, da müssen wir die Forschung für die Notizen ausschalten. Das ist okay. Für welche Notizen denn? Ja, da gibt es gibt ein Quest mit 5 Notizen. Ach, guck mal, ich habe zufällig einen größeren Haufen Forscher gefunden. Wo ist das Weib denn jetzt schon wieder hingerannt? Na, da wo es Arbeit gibt. Einer muss ja die Arbeit tun. Wenn man dich so anschaut, du erreichst ja nicht viel. Das war aber kein Forscher. Hast du da gekriegt? Doch. Ich habe schon 2 Notizen. Jetzt hier dieses komische Missgeburt-Ding da killen. So würde ich aber auch nicht weiterleben wollen. Drachensplitter, einmal würfeln bitte. Oh, jetzt habe ich hier so einen Alchemie-Überrest angegriffen. Huah! So. Ich mache die Arbeit, dann kommt der an und nimmt sich alles weg. Das ist ein Typ einfach nur. Das war ein Schafshorn. Yeah.
Ein Schafshornmensch? Hast du das Quest hier? Warte. Mein Spiel hat sich beendet. Oh, Mann! Ich will nicht mehr. Kein Problem, ich kill dir auch ohne dich. Ich hasse es. Oh, ein Bucher Drachensplitter. Cool. Und der Wolke, der kann... Ich hasse es. Es kann doch nicht die Möglichkeit sein. Ey, ich fliege 50 mal raus in dem scheiß Internet, dann beendet sich das Spiel. Das... Wolke, ich habe das Gefühl, Wolke ist glücklich. Total glücklich, Mann. Ich krieg gerade heult, ey. Vor Glück? Glückstränen, Freudentränen? Ja, okay, ich lasse es. Meltes Apollo. Leutnant, Morgan sei Dank, dass ihr hier seid. Wir wurden angegriffen. Ich konnte Poppy nicht retten. Leutnant, einer der Drachen, die angegriffen haben, ist ein roter mutierter Drache. Das stinkt geradezu nach Wenda Sidrell. Sie muss etwas mit dem Seelenschlinger zu tun haben. Leutnant, wir dürfen dem dermaßen abscheuliches Wesen nicht am Leben lassen. Ich muss mein Versprechen an Poppy halten und die Dokumente und den Trank in die Hütte nahe des Kryptontorfs bringen. Alles klar, natürlich. Du lässt die Frau, ist die Wolke, der lässt dein Weib einfach mal so... Okay, ich wollte jetzt Weib sagen, tut mir leid. Einfach mal so hier die Arbeit machen. Während er, ja, ich finde den Namen Vibe selbst nicht so doll, deswegen möchte ich mich dafür entschuldigen. Boah, das Vieh greift natürlich sofort an, ne? Das gönnt mir nichts. Stirb, du abscheuliches von, vielleicht was weiß. Wir das einfach nochmal aufklären, also wenn ich hier oder der Nevergiss hier von Vibe oder so reden, das dürfte ich auf jeden Fall ernst nehmen, falls mir jetzt hier weiblich. Ja, nee, also wir sind auf jeden Fall nicht irgendwie feministisch veranlagt. Achso, da lebt er noch. Wah! Wir sind nicht feministisch veranlagt. Also nicht, nicht negativ. Nicht negativ feministisch veranlagt. Auf jeden Fall nicht frauenfeindlich. Der Punkt ist, für Männer gibt es eigentlich nicht so wirklich, weiß nicht, da gibt es Kerle, aber... sagt auch jeder von daher. Na, früher hieß es ja Weib und Bursche, aber wenn du jetzt jemanden Bursche sagst, ja. Okay, gut, ne? Mensch, ich fühle mich richtig getroffen. Au. Ja, wenn ich dir zuhöre, tut mir das auch immer weh. Bla 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 bla. Bla bla bla. Boah, ich werde schon wieder von diesen Chemieproblemen hier angegriffen, ne? Von diesem Chemieproblem. Hat der Wolke wieder zu viel bei Chemieunterricht gemacht? Hieß es wieder, nein, mach's bitte nicht, ich weiß, was ich tue. Boom. So ungefähr ist es abgelaufen. Das war ja noch nie der Fall. Ja, weil dir damals unsere Chemielehrerin nie irgendwas, was kaputt, was in die Luft fliegen kann, in die Hand gedrückt hat. Deswegen war das nie der Fall. Gott segne sie. Natürlich hat mich unsere Chemielehrerin öfters mal was machen lassen, ja, also... Ja, Tafel putzen... Stellst mich hier in ein völlig falsches Licht, das ist... Was, ins Rotlicht? Na, da gehörst du hin, ja. Da stehe ich dich ja rein. Hui! So, Lana aus Rehn. Hehe, nicht schlecht. Ihr seid talentiert und langsam fange ich an, euch zu bewundern. Ja, das interessiert mich nicht. So. Willi hat keine Quests mehr für uns. John Walter. Die Unterlagen, die ihr mitgebracht habt, hatten ein paar Seiten, die uns nicht gehören. Ehen hat sie eingehend durchgelesen und war entsetzt, dass es um Techniken ging, wie man mutierte Drachen erzeugt. Es scheint, als sei dieser Pfad des Bösen schon lange eingeschlagen mit Hilfe der Literatur, die Sypov hinterlassen hat. Ja, irgendwie sowas. Wir wollen den Vorgang der Drachenmutation rückgängig machen. Viele haben versucht, eine Antwort zu finden, selbst nach dem Verschwinden der mutierten Drachen, aber niemand hat mal was erreicht. Als Gelehrter, wir einer solch großen Herausforderung nicht den Rücken kehren. Es ist nicht nur für die Forschung, sondern um das Übel aufzuhalten. Es ist Böses im Busch. Bitte helft uns, das Fleisch der mutierten Drachen zu kriegen, das wir für weiterführende Arbeiten brauchen. Na klar.
Ich weiß, dass wir Überlebenschancen nicht gut waren, aber es ist schwer, das einfach so hinzunehmen. Trotzdem ist es besser, es genau zu wissen. Ich werde Aiden informieren. Vielen Dank, ich kann sehen, dass ihr nicht wie diese gnadenlosen Söldner seid. Ihr seid warmherzig und mitfühlend. Und außerdem bin ich eine Frau. Aber okay. Hier liegt ein... Hä? Der Mertes liegt irgendwie besoffen am Boden? Leutnant, es tut mir leid. Ich habe versagt. Ich konnte die Zypo-Flüteratur näher retten. Nicht aber den Karmesin-Trank, den ihr so mühsam beschafft habt. Weil du schlecht bist. Oh, ihr glaubt, ob ihr es glaubt oder nicht, es waren Goblins, die Medizin für Meltis Apollo stahlen. Er verwickelte sie in einen Kampf der Leutnant von der Schwarznacht meinen, dass diese Goblins aus Kapak kamen. Sie haben Brax bereits dorthin geschickt, um die Sache zu untersuchen. Mein Brax. Nun, wie auch immer. Ich muss hier bleiben, um Poppys Dokumente weiter zu erforschen. Bringt ihr Brax bitte diesen Brief von mir? Na klar. Olga, bist du wieder drin im Spiel? Nein. Oder? Weiß nicht. Nein, ich muss mich wieder einloggen. Der Boss hat uns befohlen, die Plünderer am Kyborg-Turm zu bekämpfen. Eines unserer Ziele lautet, Subjekt 18 zu töten und Aiden Winst einen Schädel zu bringen. Wärt ihr gewappnet für diese Herausforderung? Ihr seht fähig genug aus, um diese Aufgabe ganz alleine durchzuführen, damit ich hier stehen bleiben kann, mir meine blonde Mähne strählen kann und mich freuen kann, dass ich nicht mitlaufen wollte. Sieht aber auch aus wie so eine aufgetakelte Tussi. Ich glaube, ich würde euch diesen Auftrag geben, weil ich keine Lust habe, mich mit Alien auseinanderzusetzen. Ihr seid ja noch viel klüger, als ihr ausseht. Um diese Mission abzuschließen können, müsst ihr das öffentliche Schacks... Ja, schon klar. Ja. Hui. So, Versuch Nummer 53 in das Spiel zu kommen. Versuch Nummer 53 von wieder rauszufliegen. So. Wen muss ich umbringen? Ich glaube, wir werden uns mal einen Drachen tamen, während der Wolke da so ein bisschen noch seine Probleme hat. Aber das Wetter lichtet sich eigentlich. Soll es eigentlich demnächst bald wieder ein Internet haben? Es hat einfach allgemein was mit diesem... Hat ja nichts damit zu tun. Ja, okay, jetzt regnet es. Okay, jetzt bricht die Internetverbindung ab. Es hat einfach allgemein was damit zu tun, wenn das Internet so scheiße ist, dann... wenn das Wetter so scheiße ist, ist auch das Internet scheiße so rum. So, ich brauche mutierte Drachen. Da ist ein Simmelsdrachen Versuchsobjekt. Wuhu! Fleisch eines mutierten Drachen. Tada! Das ist ein normaler Drache. Da hinten ist ein Himmelsdrache. Wow! Karamba! Boing und schwapp. So, das Gras schmeißen wir mal weg. Huch, Gras schmeißen wir mal weg. Okay. Dann schmeißen wir noch das da weg. Und dann können wir auch den Attributstein mitnehmen. So, jetzt bin ich drin. Ich brauche noch drei Forschungsnotizen. Wunderbar. Mensch. Klingt ja richtig Freude erfüllt. Mutierte Dracheneier, okay. Ah, da hinten ist noch ein Himmelsdrachenversuchsobjekt. So, der stirbt auch noch hier nebenbei, weil er sich zu nah an uns rangewagt hat. Fleisch von mutierten Drachen. Und du hast auch noch ein Versuchsobjekt. Bam, 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 bam. Und stirb! Klack, klack, klack. Damit habe ich die Quest fertig. Subjekt 18 Schädel.
Ach so, Big 18 ist wahrscheinlich der große Drache, den ich vorhin schon mal gekillt habe. Dann hauen wir den halt nochmal down. Wenn er denn so, ja. Wenn er denn drauf steht, möchte ich ihm diese Ehre nicht verwehren. Verehren sozusagen. Ist ja zu gütig. Immer. So, ich gehe jetzt hier in der Höhle, wo ich gerade... Hä, was ist das hier? Mensch, der Drache hat gerade noch geschlafen. Warum ist der denn jetzt wach, hä? Ah, ich muss die Dinger zerstören, okay. Weile, oder was? Ich muss hier irgendwelche... Steine zerstören. Bäm. Bäm. Und der Stein spawnt irgendwie andere Dinge. Und wow. Was zur Hölle? Hier ist ein großer Stein, der ist umgeben von 6 Steinen. Ich muss die 6 Steinsteine töten. Währenddessen spawnt der große Stein allerdings mehr Monster, die mich angreifen, während ich die Steine töte. Also zerstöre. Töten ist vielleicht der falsche Eindruck, wenn es Ausdruck, wenn es um Steine geht. Die Steine bilden sich neu, willst du mich verarschen? Tja, du wirst gerade mega genutzt. Hä, ich kann die Steine nicht töten, die bilden sich einfach neu. Was ist das für ein Scheiß? Du wirst verarscht von Steinen, überleg dir das mal. Den großen kann ich aber auch nicht angreifen. Hä? Beseitige... Himmelsdrachen. Ja, gut, okay. Das an sich sollte kein Problem sein. Unverderbtes Himmelsdrachen. Okay, ich muss also alles, was irgendwie gerade hier so rumrennt, besiegen. Ja, das ist kein Problem. Mache ich gerne. Ich besiege gerne alles, was rumrennt. Das ist eine Leidenschaft von mir. Einfach alles töten. Oh, was ist das denn? Oh, ich habe Subjekt 18 gefunden. Hey! Weißt du, wie ich es erkannt habe? Ja, ich muss jetzt erstmal... Nach der 30. Die, was? Poppy. Nee, das war der, ne? Poppy muss ich jetzt finden. Ist ein Typ, ja. Weißt du, wie ich das gerade erkannt habe? Nach der 30. Autoattacke ist der Typ immer noch nicht gestorben. Darum habe ich erkannt, dass es irgendwie was Besonderes sein muss. Aber nur daran, anders hätte ich nichts erkannt. Hätte ich nichts erkannt, Alter. Oh, was wollt ihr denn nur alle von mir, Mensch? Ich nicht angegriffen. Ach, du musst ja eh killen. Okay, das diese kann ich. Schwarzbrigant-Typen. Was willst du eigentlich? Ha? Ja, habe ich halt gerade einen angegriffen, während ich meine Aufgabe erledigt habe. Das hat mich ein bisschen angekotzt. Da habe ich ihn einfach kurzerhand mal umgebracht. Und ich habe schon wieder 2 Rezepturen gefunden. Bäm, 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 bäm. Bäm, 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 bäm. Bäm, 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 bäm. So, die Gräser kann ich mal wegtun. Auch dieser Ohrring ist dämlich. Okay. Jetzt muss ich verderbtes Himmelsdrachen killen. Junge, du kannst zu Hause gehen. Echt jetzt? Freu nicht. Na, ich rede hier mit diesem Schwarzbrigant-Typen. Quäm. 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 Habe ich das Ding jetzt gemacht? Ich habe jetzt irgendwie einen Countdown da. Alter, ich habe die Schnauze voll hier. Was ist denn das? Bäm, bäm. Ah, die können ja gar nicht, die Viecher. Ich dachte, die haben ein bisschen was mehr drauf hier, aber... Habe ich jetzt irgendwie eine Quest erledigt? Ich bin gerade ein wenig
Überdosis. Medizin. Du bist auf der Überdosis. Skill. Okay, ich habe alle Quests erledigt, das ist cool. Da könntest du mir gleich bitte mal helfen, Poppy zu finden. Poppy ist, wenn du diesen Turm hochläufst, die Treppen, wo wir die Forscherin gefunden haben, da sitzt Poppy gleich an der Treppe. Okay. So, ich mache mir einfach mal jetzt einen Energy Drink auf, während ich hier so... Mensch, oh. Da ich gerade nichts anderes zu trinken habe, außer Wasser, und da habe ich keinen Bock drauf. Dann haben wir hier alles bekommen hier. Mann. Ich habe 36.000 Gold jetzt. Es gefällt mir. John, Alter. Ist dies Fleisch von dem mutierenden Drachen? Sie haben nicht viel Informationen zurückgelassen, aber unter der Anleitung von Alien werden wir uns unsere Forschung verschreiben. Das erneute Auftauchen der mutierten Drachen wird immer vom Krieg und Zerstörung begleitet. Wir Wissenschaftler sind zwar nicht körperlich stark, aber glaubt mir, wenn ich sage, die Entscheidung hängt von der Weisheit der Menschen ab. Wir können auf unsere eigene Weise also dazu beitragen. Das ist schön. Achso, ich habe nicht genug Platz im Inventar. Wie auch sonst. So. Aber schön finde ich auch, wenn du rausfliegst, dass unsere Gruppe bestehend bleibt. Das ist ganz cool eigentlich. Ja, das muss ich sagen, ist von dem Spiel wirklich gut eingerichtet. Stören wir Alien, winnst du lieber nicht. Sie denkt über den nächsten Forschungsprojekt nach. Ihr könnt mir Subjekt 18 Schädel einfach geben. Ist halt wirklich fantastisch. Unglaublich, dass ihr Subjekt 18 getötet habt. Wer ist stärker, frage ich mich, ihr oder Prax? Wer übrigens, selbst wenn du mir nicht reinredest, wenn ich die Quests vorlese. Ich mach's zwar auch eigentlich nur mittels gern, aber möchte ja was verstehen dabei. Ja, mein Spiel hat sich jetzt schon wieder beendet. Liebe Zuschauer, ich habe jetzt echt keinen Bock mehr. Echt jetzt so? Das wäre eigentlich schade. Jedes Mal. Wisst ihr, da habe ich gerade diese blöde Quest abgemacht. Ihr kennt das Problem doch, Mensch. Kannst ja mal eine Aufnahmepause machen. Ja, dann verkaufe ich mein Zeug noch schnell. So, verkaufen. Verkaufen. Ist ja auch doof. Okay, verkaufen. 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 Drachensplitterbeute noch einlösen. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, liebe Zuschauer. Ich hoffe, das wird innerhalb der nächsten paar Minuten sein. Und bis dahin, tschüss. Bis denn.